Hallo, liebe Bold-Action-Spieler oder die, die es noch werden wollen. Heute geht es um einen Panzer, eine Selbstfallaffette der imperialen japanischen Armee. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei den Neckarbotschers. Die Horo Selbstfallaffette wurde 1944 unter dem Vorbild der erfolgreichen deutschen Selbstfallaffetten gebaut. In ihr wurden 150mm Haubitzen vom Typ Meiji 38 verbaut, die 1930 ausgemustert wurden. Ich habe hier den neuen Zinn-Plastik-Resin-Bausatz von Warlord Games. Neu, weil er im Laufe des letzten Jahres schon erschienen ist. Ich habe lange überlegt, ob ich mir das Modell hole. Ist es doch recht spielstark bei Bold Action, wurde die reelle Horo nur 25 Mal gebaut und ist somit für ein historisches Tabletop meiner Meinung nach nicht häufig genug im Einsatz gewesen. What's in the box? Das Modell basiert auf dem Plastikbausatz des GH-Panzers. Dieser wurde durch einen einzelnen Aufbau aus Resin und einige Zinnteile ergänzt, weshalb der leicht erhöhte Preis von 20 auf 22 Pfund gerechtfertigt ist. Zusätzlich bekommt man auch eine Einheitenkarte, Rauchmarker und ein Decal Sheet. Der Aufbau ging ziemlich schnell und einfach. Ich war von der Passgenauigkeit und der Qualität der Teile ziemlich angetan. Einzig das Resinteil war ein bisschen verbogen, was man aber einfach mit warmem Wasser zurechtbiegen konnte. Nach gut 30 Minuten hatte ich das Modell zusammengebaut, also ziemlich schnell. Wie schlägt sich das Modell im Spiel? Die Horo ist im Spiel mit einer schweren Haubitze bewaffnet. Diese lässt sich direkt oder auch indirekt mit einer 4 Zoll Schablone abfeuern. Bei 4 Zoll bekommt man eine Menge Modelle darunter. Für 155 Punkte bekommt man die reguläre, für weniger Punkte die unerfahrene. Durch die geringe Stückzahl und die späte Fertigung darf man sie nicht als Veteran einsetzen. Die schwere Haubitze ist ein echter Moralkiller in den feindlichen Reihen. Sie kann auf lange Reichweite feindliche Modelle bedrohen, ist aber auf kurze Reichweite wegen der Offensonderregel ziemlich verwundbar. Da die japanische Armee nicht viele gute Optionen im Panzerslot hat, ist die Horo immer eine Überlegung wert. Fazit! Für rund 25 Euro bekommt man mit der Horo einen Bausatz, der einfach und schnell zusammenzubauen ist. Das Modell ist spielstark, aber durch seine Verwundbarkeit nicht übertrieben. Wer eine coole neue Option für seine imperiale japanische Armee sucht, darf er getrost zuschlagen. Habt ihr selber schon mit der Horo gespielt? Habt ihr den Bausatz selber zu Hause oder habt ihr den alten Bausatz zu Hause? Schreibt mir doch unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung teilt. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.